Meine Damen und Herren, manchmal passieren sie die sogenannten Wunder bei Krankheiten, bei Unfällen oder dergleichen. Man kann, glaube ich, ziemlich glücklich sein, wenn einen das Vogel ausgesucht hat. Die Wienerin Barbara Simon mit ihrer unglaublichen Glücksgeschichte jetzt im Porträt. Sie sind ein eingeschworenes Team, Barbara Simon und ihr Pferd Black Magic. 4 Jahre ist es her, als die damals 30-Jährige nach einem Turnier Blackie in die Box stellte. Und wie ich einen Schritt zurücktrete, habe ich mir den Kopf angeschlagen. Wahrscheinlich ist mir schlecht geworden oder war ich wirklich übermüdet und bin dann bewusstlos zu Boden gefallen. Da war leider eine Stufe, er ist auf einer Stufe gestanden. Und genau über die Stufe habe ich mir das Genick gebrochen. Ja. Aber mein Körper war von dem Zeitpunkt gelähmt. Ihre beste Freundin findet Barbara in der Stallbox am Boden liegen. Ich bin hingegangen, habe dann gesehen, dass sie wirklich bewusstlos war, dass auch aus dem Ohr Blut ausgeronnen ist. Habe sofort die Rettung angerufen, habe noch Hilfe geholt. Ich war nicht sicher, ob sie es überleben wird. Auch Barbaras Mann Andreas rechnet mit dem Schlimmsten. Es war so, wir haben vorher eigentlich so kleine Streitereien gehabt. Und also der erste Gedanke war, dass ich eigentlich nicht mehr sagen hätte können, vielleicht, wie sehr ich sie liebe. Der Kampf um Barbaras Leben beginnt. Im Wiener AKH wird die lebensrettende Operation durchgeführt, bei der man die Wirbel mit 2 Schrauben verbindet. Wie ich Mutter geworden bin, habe ich einen unsagbaren Schmerz gehabt. Also den werde ich mein Leben nicht vergessen. Ja? Ich habe nur gesagt zu meiner Freundin, passt auf mein Pferd auf. Und es wird schon wieder. Naja, und dann war es schwere Zeit. Aber meine Freundin hat aufs Pferd aufgepasst, die Martina, und ich habe gewusst, er ist in guten Händen. Mein Mann war Tag und Nacht an meinem Bett, ist nie auf die Seite gegangen. Naja, musste ich wieder gehen lernen, essen, einfach alles. Rennen, sich die Haare zu frisieren und einfach von ganz vorne wieder beginnen. Ja. Aber ich habe es geschafft. 6 Monate bewegungsunfähig verbringt Barbara im Krankenhaus und dann auf Therapie am Weißen Hof. Langsam gewinnt sie den Lebensmut wieder. Ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn es vielleicht heute eine Schande ist, aber ich bin froh, dass es mir nicht gelungen ist. Ich hatte eigentlich viel an Selbstmord gedacht. Ich bin im Bett gelegen und habe mir gedacht, wie kann man das Fenster vom AKH öffnen? Wie komme ich da am schnellsten raus? Weil ich war von 100 auf 0. Ich bin ein Mensch, der immer mit seinem Hintern auf 10 Kiertage ist und plötzlich liegst du da, spürst du deinen Körper nicht mehr. Barbara schafft es zurück. Und sogar ihr großes Ziel, Friesenhengst Blackie wieder reiten zu können, gelingt ihr. Ich habe gelernt, nicht zu jammern, denn jammern bringt nichts. Im Gegenteil, immer vorwärts schauen. Gestern habe ich so starkes Kopfweh gehabt, das ist halt oft, die Schrauben gehören wahrscheinlich raus, aber es nimmt Macht keiner, weil es zu gefährlich wäre. Ihrem Pferd Blackie vertraut sie. Jeder Sturz wäre lebensgefährlich. Das Leben genießt die 34-Jährige bewusster als früher. Ich habe einen kleinen Freundeskreis, aber die halten wirklich Eisland zu mir. Und es werden auch manchmal Schmähgrissen und so und sagen, pass auf, bei dir ist eine Schraube locker oder so. Also wir lachen jetzt mehr über das. Ja. Aber an und für sich sind meine Wertigkeiten viel intensiver geworden. Ja. Friesenshowreiten ist Barbaras große Leidenschaft. Mit ihren 2 Freundinnen Gabi und Gabi gründete sie die Gruppe Moments in Black. Gemeinsam tritt das Trio mit Erfolg auf verschiedenen Events auf. Barbara und Blackie. Ein unschlagbares Team. Es verbindet uns eigentlich das fast dasselbe Schicksal. Er war am Ende, er war am Boden und ich auch. Wir waren beide am Ende. Und trotzdem haben uns beide da wieder rausgewurstelt.